Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Arma 3 Altes Life. Immer noch dieselben Idioten wie gerade eben. Wir wurden gerade noch fast überfallen. Am verrückten Wissenschaftler haben uns jetzt dazu entschieden, weil da wieder so ein paar behinderte Spasten campen. Wir machen jetzt Steine mit den Tarus. Ja. Ich bin da gerade nochmal mit RP rausgekommen, weil wenn man AFK geht, sollte man vielleicht hovern. Wäre, glaube ich, besser. Ja. Und nicht einfach nur direkt vor seinem Heli stehen, weil die hat mir fast einen Kopfschuss verpasst. Na, deswegen haben wir uns jetzt überlegt, machen wir doch mal eine gediegene Tour Steine, da sind wir mit dem Heli immer in der Safe Zone. Und es ist einfach ungewohnt, mit einem Taro Steine zu farmen, also. Oh ja. Also viel Spaß bei unserem dummen Gelaber, weil actiontechnisch Alter, was nicht allzu viel passiert. Drei Hemmels, ein Truckboxer und Geländewagen. Was? Beim Salzmine. Ja und? Drei Hemmels oder so ein Scheiß, Alter. Drei Hemmels? Was? Ja, drei Hemmels. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ich glaube zwei Tanker und ein Boxer oder so. Das sieht allerdings wirklich wenn nach drei Hemmeltransportern aus. Also wenn die überfallen werden, hast du erstmal Geld. Ja, ist richtig, aber wir sind mit drei Helis unterwegs. Ah, guck ja, mal, klar, da ist Rip Sub Markus. Wo? Ja, der landet da hier gerade vor mir. Na. Kriegt der vielleicht DPs? Nee, der landet mitten in der Pampa. Oh, gut, vielleicht ist sein Tank auch fast leer. Juckt mich nicht. Davor habe ich echt immer noch am meisten Schiss, ne? Dass irgendwie so ein Heli nicht geladen wird und ich einfach in den 90 sink oder so. Boah, das ist richtig, ja. Alter, du gehst mir hardcore mit diesem Satz auf die Eier, das weißt du, ne? Jetzt weißt du, warum ich das mache. Ja, es ist. Du machst alles nur, um mich zu mobben. Ja, das ist richtig. Achso, Leute, diesmal nicht dieses gewohnte Rumgeschrei. Ich muss ein bisschen leiser sein, bei mir gehen jetzt gerade alle pennen. Hahaha, Opfer. Meine Mutter ist gerade erst nach Hause gekommen. Kilometer. Noch 300 Meter. Alter. Geht ja auch alle so früh los. Bin quasi gelandet. Quasi. Bin gelandet. Noch 900 Meter vor mir. Was ist denn mit dem Orca? Fliegt er einfach nur auf der Stelle oder was? Denkflug. Flug. Was? Auto hauen rein und go. Fliegt allerdings gerade ein bisschen zu weit. Ja, ich fahre schon mal, ne? Hey, ja, fang schon mal an, ich bin noch 300 Meter über dir. So, das ist noch fast, dass ich nicht lande. Ja, genau auf dir wollte ich nicht landen. Gott, ist das laut, ey. Ja, sorry, ich suche mir gerade einen Platz, wo ich landen kann, aber. Bin kein, weil da steht jetzt der Typ vom Orca, wenn ich da jetzt drauf lande, also Hendrik. Ich da jetzt ich lande, du kannst gerade gern was erzählen, im LP hört man es dann, aber ich höre gerade kein Sterbenswörtchen, ey. Oh, das ist ja geil, wenn du das nicht hörst. Redet er eh nur über dich. Vor allem der FTK Lothar irgendwas, der wurde erst von Hütten überfallen, jetzt wurde er erschossen. Was bei ihm? Denkt ans Essen und Trinken, ne? Sonst ja, ja. Hab ich noch genug. Habe ich gar nicht 65. dabei. Hast du dich dabei? Guck mal, brauchst du schon was, oder? 65 reicht noch. Ja, das reicht noch.
Wenn du das brauchst, sagst du einfach Bescheid, dann kriegst du was. Vor allem dein Heli will gerade nicht ausgehen bei mir. Ja, weißt du, da ist so viel Masse drin, ne? Also, da muss erstmal ausgehen, aber bei mir ist er jetzt raus. Nee, bei mir läuft er noch bei dir. Das hatte ich vorhin beim Ocker aber auch. Beim Ocker hat das auch eine halbe Stunde noch gedauert, bis er raus war. Mal gucken, wie viel Stein ich diesmal mitkriege. Sonst habe ich immer 18 bis 20 mitgekriegt. Also ich krieg 16 in die Tasche. Striker, wenn du dann mit dem Orca fertig bist, bitte bei mir mit reinfahren, das dauert länger. Mach ich. Bei uns beiden mit reinfahren, bei mir dauert es auch etwas länger. Zwar nicht ganz so lange wie bei dir, aber... Ich habe doppelt so viel Platz wie du. Nein, nicht ganz doppelt so viel, ne? Ja, aber knapp. Boah, heute, ne? Voll geil. Ich habe schon gedacht, ich krieg meine Helmblende nie. Jetzt nach 6 oder 8 Wochen habe ich sie endlich. Bin eine Helmblende? Endlich gekommen. Ja, von meinem Downhill-Helm. Ach so, okay. Ja. Hab vergessen, dass du ja sowas machst dann. Longboard? Nee. Ja, ich erzähl was von Downhill und er fragt Longboard. Ah, G7 wurde getötet. Nee, einer G7 hat schon wieder weggetötet. Was ist das denn jetzt? So, ich muss jetzt was... Reißverschluss auf Doom? Ja, Reißverschluss auf Doom war das jetzt. Alter, warum habe ich gerade nur 11 FPS? Ich verstehe es nicht. Weil du behindert bist wahrscheinlich. Halt die Fresse, ey. Du gehst mir gerade so hart auf und sagst, was weißt du, ne? War mein Ziel, ne? Was geht bei mir schief? Wenn ich Z drücke, bewegt sich meine Maus einfach hoch und runter. Hier, egal wie weit wir sind, wenn es halb ist, machen wir los, ne? Warum? Ja, wenn wir die Tour nicht fertig kriegen. Ah, ja, ist ja gut. ADAC. Na gut, der wird... Oh Gott, ich glaube, der startet an, oder? Ich glaube, der hat gerade einen Unfall gebaut. Ich schon mal meine Waffe, oder? Ach, das ist ADAC. Ja, den einen haben sie letztens, hat der ADAC letztens über den Haufen geballert. Wen? Ich weiß gar nicht, wer das war. Engel hat der ADAC letztens über den Haufen geballert. Ach, Quatsch. Doch. Aber bestimmt bloß ein Praktikant oder Anwärter oder so. Naja, aber wenn man den Grund dahinter hört, dann ist es schon in Ordnung. Ja, warum denn? Er hat einen Überfall an den Offroad angekündigt, weil der ADAC wurde von einem Zivi mitgenommen. Und hat den Überfall angekündigt. Dann stieg der ADAC aus und er wusste nicht, dass da ein ADAC drin ist und hat ihn niedergeholzt. Ja gut, dann kann man das schon mal machen. Denkt man sich einfach so, okay. Ja gut, man denkt halt so, der ADAC ist nicht bewaffnet, ne? Aber da täuscht man sich. Ja, seit neuestem sind es. Man sich gewartet. Wie spät ist es eigentlich, dass wir halt los sind? 18. Ach, das schafft mir die voll zu fahren, Junge. Sag das mal. Ach, nicht. Ich muss mich noch bald ans Anwaltsbild ransetzen, ne? Das muss ich auch noch machen. Ja. Kannst du das als Thumbnail benutzen, dann weiß jeder, wann du als Anwalt drin bist. Ja, wenn du mir ein Anwaltsthumbnail bastelst, können wir das gern machen. Kannst du das gleich wie das Gruppenbild dann nehmen, wo dann einfach drauf steht Anwalt und dann. Ja, muss halt ein bisschen mit dem kompatibel sein, was ich jetzt hab. Ja, schön. Also nicht zu hell, nicht zu farbenfroh und dann. Ja, ich kann ja das, was ich jetzt hab, dann mal schicken. Machst du Photoshop? Nee, ich nehme GIMP. Achso. Komm ich besser mit klar. Und vor allem hab ich Photoshop nicht und ich habe keine Lust mehr, das zu cracken. Weil GIMP ist free und ist genauso gut, meiner Meinung nach. Ja, ich nicht genauso, aber auf jeden Fall nicht schlecht. Klar, bei Photoshop gibt's 1-2 Features mehr, die du nur da hast, aber... Wow. Ja, Photoshop ist schon das Nonplusultra. Ja, ich hab's mir auch irgendwann mal für 100 Euro gekauft, gehabt zum Rechner dazu. Hat der gleiche Rechner einfach 100 Euro mitgekostet, weil Photoshop dabei war. Und er wollte mir verklickern, dass der Prozessor besser ist. Vielleicht war der Prozessor wirklich besser? Nein, die Werte waren komplett gleich. Ich hab doch drauf geguckt, ob das steht. Es war alles komplett gleich und er, ja, oh, der Prozessor ist besser, blablabla. Das und dies kann der und der nicht und letztendlich habe ich nur Photoshop für 100 Euro dazu gekauft. Allerdings habe ich da keinen Lizenzcode für bekommen und habe da den dann irgendwann neu aufgesetzt und dann habe ich den nicht mehr gehabt. Das ist doof, ne? Nein, jetzt habe ich Photoshop nicht mehr, aber... Ja gut, aber da gibt ja diese, in der Creative Cloud gibt es ja ein Abo, Photoshop und Lightroom für monatlich 13 Euro. Ja, ich habe jetzt aber nicht vor mir, eigentlich Photoshop zu kaufen. Aber ich muss echt sagen, es lohnt sich. Ja, klar. Also auch so, meine Freundin hat jetzt gekriegt,
Oder hat er letztes Jahr zu Weihnachten gekriegt so ein Drawpad? Ja, habe ich auch. Ein Grafik-Tablet, schimpft sich das ja. Ja, so sieht's aus. Obwohl es mit Grafik und Tablet beides nicht viel zu tun hat. Natürlich, das ist ein Tablet, also da schaltest du ein bisschen mit dem Stift drauf und machst Grafiken am PC. Ja, das ist aber. Nee. Ja. Ach Gott, hey. Definition. Ich müsste mir eigentlich mal deinen Charakter, ne? Müsste ich eigentlich mal einen Screenshot ohne das Sechseck drinne machen. Und dann könnte ich das in Thumbnail mit einbringen, aber. Warte, gar kein Ding. Ja, aber das ist ein Sechseck drin, das ist das Problem. Und dein Name ist grün und der Name, obwohl den Namen kann ich rausschneiden. Du wurdest aus der Gang geworfen. Willst du mich verarschen? Okay, warte, dann muss ich. Na, dann muss ich einfach kurz aufhören zu farmen, ne? Oh Gott, ich muss von vorne erwischen und so, dass dein Name nicht irgendwo drin hängt. Und ich dann rausschneide. Weil dann schneide ich einfach nur den Charakter raus und hänge ihn da an die Seite. Hat er jetzt einen Screenshot gemacht? Mach keinen Screenshot, machen wir halt den Druck-Screenshot. So, passt. Kann ich wieder einladen. Ja, mach ich. Wenn ich dich finde. Also sowas ist halt live, Leute, ne? Ja, klar. Hey, hast du das noch nie gesehen, wenn die einfach alle da mitten im Video ein Foto für Thumbnail machen? Muss halt. Was willst du sonst machen? Ja, ich so. Willst du das nochmal danach kriegen oder was? Wenn du nicht die perfekte Location hast. Ich könnte dich jetzt auch mit deinem Heli, den ich im Hintergrund habe, mit reinschneiden. Also dass der Heli und du da im Bild sind. Hey, ist mir egal, das können wir auch machen. Ja, muss ich mal gucken, wie es passt, ne? Muss ich dich nochmal kurz aus der Gang werfen, ne? Nein, ich hab dich ja schon drin. Heli ist ja mit im Hintergrund. Ich glaub zwar nicht ganz komplett, aber das ist ja egal. Muss er ja nicht. Ja, ist richtig. Man sieht halt einfach nur ein Taru. Fragt echt einer, ob das erlaubt ist. Und jo. Sagt, in den Regeln steht nämlich nicht, dass es verboten was? Ist. Ja, was? Mutwillige Heli zerstören, ja. So, aber es steht drin, mutwillige Fahrzeugzerstörung ist nicht erlaubt. Ah, so. Ja, sowas finde ich immer nicht. Weißt du, da siehst du einfach, dass die Leute keine Regeln lesen. Weil sie brauchen nur M drücken und dann auf Regeln. Klar, dann müssen sie einmal ins Forum hier gehen bei dem Server, aber das ist ja egal. Ich soll einmal rein. Also ist das so schwerer, einmal ins Forum zu gehen? Ist so. Der Link steht sogar extra da. Also, was willst du mehr? Ach ja. Ja, vor allem, da ist es sogar idiotensicher geschrieben. Das kann jeder Idiot lesen. Ja, ist so, aber. Ja gut, hab ich gesagt. Gerade wieder, ich hab noch nicht mal meine Million, Alter. Und ich will Domo das Geld zurückgeben. Läuft bei mir. Wer kommt jetzt? Ein Heli. Ich kann nicht spotten. Moha, nee, Orca. Orca, Schwarz, Rip. Rip, oh nein. Ist doch egal, wir machen alles in der Safe Zone, die können uns mal am Arsch lecken, ja, ganz trotzdem. Ehrlich. Trotzdem, Ritz soll sich verpissen, Alter. Box ich die. War richtig. Ich hab Bock auf die. Oh, mein Inventar ist voll, ich drück die ganze Zeit Q. Ich sollte aufhören, an meinem Arm zu kratzen. Sollen wir jetzt alle noch einmal in Vollfarm und dann machen wir los. Okay, mein Helikopter ist fast voll, also von daher. Ja, ich hab jetzt 1000. Ich habe jetzt 1000 drin, ja, pack das noch rein und dann noch einmal in voll. Ich kann auch noch einmal reinpacken gleich, weil 6 Minuten dürfte ich voll kriegen, einmal in von einmal Heli. Oder? Ah, ich lasse es lieber. Ich schaue wieder nachher nicht. Ich sag, halbe Stunde ist halt echt verdammt knapp, verarbeiten und so ein Kram. Ja, verarbeiten und dann müssen wir noch wieder losfliegen, verkaufen. Ja. Ich hab die Lizenz auch gar nicht, wie viel kostet die? Keine Ahnung, 6000 irgendwas? Aber egal, wir verarbeiten viel mit, das geht ja schnell. Ocker passt ja nicht viel rein. Ja, 300 irgendwas immerhin. Ja klar, aber das geht schnell.
Ich würde sagen, wann. Soll ich schon mal vorfliegen? Engoff gibt mir meine Uhr falsch. Achso, nein, doch nicht. Das ist ja. Striker, geh mal vorm Heli weg, bitte. Warte, wie spät ist jetzt gerade auf deine Uhr, Tom? 25. Ja, ich meine auch die Stunden, also. 23:25 Uhr. 23:25 Uhr, okay. Gib meine Uhr doch. Doch, oder? Ne, dann gib meine Uhr doch nicht falsch, okay. Ich muss mich da jetzt erstmal dran gewöhnen hier. Es ist irgendwie gestern oder so umgestellt, dass ich eine amerikanische Uhr habe. So. Jetzt wird es richtig schön laut beim Abheben. Oh, jetzt ja. Machst du gleich Carbon mit dem Orca. Ich flieg einfach diesmal Tom hinterher. Ich habe keinen Bock mehr, den Wegmarker zu setzen. Kenn ich irgendwo her. Was denn, ist doch so? Ich meine, du fliegst schon vor, also. Ja, aber guck mal, Taro fast voll, ne? Ja, Mann, ist auch fast voll. Wenn ich das Infield reingetan hätte und nochmal gefarmt hätte, wäre er voll. Sogar ungefähr. Also ich habe 1160 drin. Ich habe 588, glaube ich. Ja, doch, 588. Gott. Und Dumbo spielt jetzt wieder als RAA. Ja? Ist gerade verbunden. Ich verstehe auch nicht, was als was ist er jetzt eigentlich, bei welchem Clan ist er jetzt? RAA, NB, IMP oder wo? Ja, der macht bei allen was. Das ist wie, das ist also ein Clan-Hopper eigentlich. Ja. Ein richtig typischer Clan-Hopper. Ja, ist richtig. Jo. Ich muss meine Z-Einstellung mal wieder hochstellen, ey. Ist irgendwo mal auf 600 Meter gestellt, warum auch immer. Vor allem das Landen hier ist mega behindert, ne? Ist so, da ist kaum Platz. Ich frag mich auch, wie sie das letzte Mal, als wir da vorbeigeflogen sind, mit dem Taro gelandet sind. Das ist nicht das Ding. Da standen sie mit 2000 im Mohawk oder mit was standen die da? Ja. Ja, es ist... Na gut, wir stehen jetzt auch mit 2 Taros und einem Orca gleich da, ne? Aber... Ich stelle mich aber auch gleich so hin, dass ich aus dem Heli verarbeiten kann, ne? Ja, ich will aber auch. Und jetzt? Wer am Arsch? Ey, vor allem wenn ich mal überlege, ne, der Hummingbird wäre jetzt schon halb leer. Der Taro hat einfach noch. Ist noch nicht mal die Hälfte verloren, noch nicht mal ein Viertel hat er verloren. Ich würde wetten, dass die Cops wieder ankommen. Oh, das wäre so typisch. Ja, war ja auch das letzte Mal beim Gerät so, ey. Ja. Also komm, Tempest Gerät, einmal Steine farmen, nein, die Cops kommen. Und dann war Finite. Und dann ging nicht mehr und ja. Also ich prozess schon die erste Ladung. Ich muss jetzt erstmal hier runterkommen, Alter. Ich habe vor allem Angst, wenn ich so auf der Straße lande, dass ich dann von einem Auto angefahren werde. Ja gut, dann wäre es ja nicht unser Verschulden. Ja klar, aber trotzdem, ich habe keinen Bock, dass ich jetzt alles hier verliere und nochmal alles hochgehe. Den Zaun einfach. Soll ich dann meine Ladung einfach in den Taro-Fach tun? Ja, also mir persönlich ist es egal. Komm, 100er Prezi. Das siehst du echt? Diese 100er Prezi mit dem Zaun? Echt? Tschüss, Orca. Was sei jetzt passiert? Keine Ahnung. Hängen geblieben oder so. Alter. Also sind wir den Ort jetzt los. Ja. Ja, ein weniger. Nein, Spaß. Fuck. Oh, Gottchen. Na, das ist jetzt nicht so Premium, ne? Na, sei froh, dass nicht der Taro war, Tom. Ja, deswegen gebe ich meinen Taro viel. Ja nicht weg, ne? Ja. Das werde ich auch nie machen, meinen Taro. Weißt du, wenn ich meinen Taro schon in den Sand setze, dann will ich das schon selber sein. Ist so. Alter, diese 100er Prezi fasziniert mich immer noch. Jetzt hat Kopf fasziniert davon. Allerdings werde ich den beim Starten mitreißen, den Zaun. Ja, ich habe ihn gleich beim Landen umgerissen. Ja, wollte ich eigentlich auch machen. Ich wollte eigentlich mit dem Rad da drauf landen, aber ja. Hat halt also, nicht funktioniert. Ja, wenn du mit dem Rad drauf gelandet wärst, hättest du vollen Abgang gemacht in die Halle. Ja, das glaube ich allerdings auch inzwischen. Also Leute, wir melden uns zurück, wenn es verarbeitet ist. Haut rein. Tschüss. Tschüss.